Lachende Gesichter, tolle Stimmung beim Testspiel zwischen Şafakspor Hanau und Türkgücü Hanau. Und hier sehen wir auch schon bereits die Aufstellung. Şafakspor mit Birsa, Deniz, Balestieri, Efil, Kilinç, Sayın, Burak, Kilinç, Aslan, Alamri, Akat und Kaya Olu. Und unsere Elf mit Öztürk, Çimen, Jakicevic, Saletnik, Şima, Bayin, Kaya, Korkmaz, Müller, Sungun und De Carvalho. Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, und auch die Fans von Şafakspor begrüßen wir recht herzlich zu diesem echten Derby. Das Spiel fand in Bischofsheim statt. Eigentlich hätten wir an diesem Wochenende bei SV Somborn antreten müssen, doch das Spiel wurde nun zum vierten Mal verschoben. Und Şafakspor erklärte sich bereit, hier ein Testspiel gegen uns zu spielen. Auch ein großes Dankeschön an den gegnerischen Trainer Hakim Kaya. Unsere Jungs mit dem ersten Vorstoß. De Carvalho, sein Schuss wird hier abgeblockt von Firat Kilinç, starker Mann von Şafakspor. Er spielt den Ball in die Spitze auf Mithat Burak. Hier mit der Nummer 7, der Kapitän von Şafakspor. Er kann sich hier gegen Erwin Şima nicht durchsetzen, aber er sollte noch eine entscheidende Rolle in diesem Spiel spielen. Hier nochmal Şafakspor. Al-Amri hier weiter auf Burak. Er spielt den Ball rein. Aber De Carvalho kann hier klären, hier im Zweikampf mit Angelo Balestieri. Jetzt versucht Şafakspor den Ball hier rauszuschlagen. Adrian Saletnik spielt weiter auf De Carvalho und Vicenta Birsa kann diesen Ball halten. Angelo De Carvalho machte ein tolles Spiel, war an allen Szenen beteiligt vorne. Kerem Kaya weiter auf Saletnik, dann nochmal De Carvalho. Er spielt weiter zu Sungun und Volkan Sungun mit seinem ersten Abschluss. Halil Korkmaz versucht immer wieder das Spiel von hinten zu machen. Hier haben wir ihn gerade am Ball. Hier ein weiter Pass auf Sungun. Und jetzt Saletnik auf die linke Seite und da ist Sascha Jakicevic und er macht seinen ersten Treffer für Türkgücü Hanau. Was für ein toller Treffer von ihm. Hier sehen wir ihn mit einem fulminanten Antritt und mit dem linken Außenriss am Torhüter Vicente Birsa vorbei. Zum 1:0 für Türkgücü Hanau in der 17. Minute Sascha Jakicevic. Und hier wieder Halil Korkmaz mit einem weiten Ball auf Serkan Bayin. Er kann sich hier gegen Burak Deniz durchsetzen, bringt den Ball rein. Aber da ist kein Spieler von Türkgücü Hanau im Strafraum. Hier nochmal Jakicevic. Und der Ball kommt rein. Vicente Birsa kann ihn sicher fangen. Auf der anderen Seite gab es dann auch schöne Szenen hier. Mithat Burak spielt den Ball rein. Und Mohamed Sahin versucht hier den Ball reinzuschippen. Und Kerem Kaya hier mit Angelo De Carvalho. De Carvalho hat wieder den Ball. Freie Schusschance und der Ball landet neben dem Gehäuse von Vicente Birsa. Serkan Bayin hat jetzt hier den Ball und Serkan Bayin sucht den freien Mann, spielt weiter auf Daniel Şimen. Und dann nochmal Angelo De Carvalho, aber er kann den Ball nicht durchstecken. Das war schon alles sehr, sehr gut, was unsere Jungs bis dato zeigten. Kerem Kaya hier weiter auf De Carvalho. Und Daniel Şimen spielt den Ball zurück auf Kaya und jetzt ein Traumpass von Kerem Kaya in die Spitze.
Daniel Chimen kann diesen Ball zurückerkämpfen. Cavallo bringt ihn rein und Volkan Sungun alleine vor dem Tor. Den muss er eigentlich machen. Super Flanke hier von Angelo de Cavallo. Ein Zuckerpass und Volkan Sungun trifft den Ball nicht richtig. Das wäre es gewesen. Hier ein Vorstoß von Kerem Kaya, aber Birsa kann den Ball festhalten. Auch Savaş Öztürk hatte seine einzige Bewährungschance in der ersten Hälfte. Dann nochmal unsere Jungs hier von der linken Seite. Volkan Sungun spielt in die Mitte auf De Cavallo. Chimen wieder zurück auf Angelo De Cavallo. Er spielt weiter zu Kerem Kaya. Er spielt raus und da steht Jakicevic. Er bringt den Ball rein, doch er verzieht. Wir kamen immer wieder gefährlich nach vorne über die Flügel. Hier ein toller Pass von Halil Korkmaz, aber Volkan Sungun kann diesen Ball nicht im Tor unterbringen. Hier wieder Kerem Kaya, super weitergespielt auf Daniel Chimen. Die Schusschance und der Ball geht knapp übers Tor. Und hier wird Tim Müller, unser Kapitän, gefoult. Und Kerem Kaya hier wieder auf Angelo de Cavallo. Das war schon alles ziemlich nett anzusehen. Vieles klappte. Hier nochmal de Cavallo im Zweikampf mit Angelo Ballestieri. Und auf der anderen Seite ein Freistoß für Shafak. Aber Adrian Saletnik kann klären. Erwin Schima kam dann von der rechten Seite, Tim Müller. Und hier nochmal De Cavallo mit einem tollen Abschluss. Aber er verzieht ganz knapp. Das war eine tolle Chance. Und das war gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Türkgücü Hanau führte mit 1:0 gegen Şafakspor Hanau. Das war eine ziemlich faire Partie. Und hier sehen wir unseren Spielführer und da hatten wir kurz im Bild den gegnerischen Trainer Hakim Kaya. Die zweite Hälfte fing dann an. Vorab möchte ich mich auch für das schlechte Bild entschuldigen. Es wurde dunkel in Bischofsheim. Hier Daniel Chimen mit einer weiteren Schusschance. Angelo Cavallo hier am Ball. Er spielt weiter auf Tim Müller. Tim Müller nun alleine vorne und er spielt zurück auf Sascha Jakicevic. Jetzt eine Schusschance und der Ball wird abgeblockt. Türkgücü Hanau wollte jetzt in dieser Phase alles klar machen. Hier Adrian Saletnik, super Chance, aber Vicenta Birsa kann den Ball halten. Und dann noch eine weitere Chance durch Volkan Sungun. Also die Chancen häuften sich. Auf der anderen Seite Mustafa Kayaoğlu mit einem Freistoß. Aber das war gar nicht gefährlich. Angelo de Cavallo im Zusammenspiel mit Adrian Saletnik. Der Ball wird lang gemacht auf Sascha Jakicevic. Er bringt den Ball rein. Und da haben wir Serkan Bayin. Er müsste sofort rausspielen auf Hasan Mustafa. Der war mittlerweile in der Partie. Doch das dauerte viel zu lang. Aber wir blieben im Ballbesitz. Und Tejan Güneş hier mit einer super Flanke auf Tim Müller. Und unser Kapitän macht das 2:0. Da wurde er von den Şafak-Spielern vergessen im Strafraum. Und Tejan Güneş mit einer sehr, sehr tollen Flanke
Und hier Hassan Mustafa mit der nächsten Chance, ein Lattenkracher. Also unsere Jungs wollten es jetzt wissen. Der Ball wird reingespielt auf Bekiray. Auch er war in der Partie. Jetzt müsste Vidovic schießen, aber er will sich lieber durchtanken. Da kommt der Ball zu Kerem Kaya und er macht das 3:0. Kerem Kaya mit einem fantastischen Treffer. Auch die Vorarbeit hier von Adrian Saletnik, erste Sahne. Und Kerem Kaya macht das sehr, sehr gut. Ein Zuckertor von ihm, 69. Minute, 3:0. Jetzt dachte jeder, gut, 3:0 für Türkgücü Hanau. Das Ding ist gelaufen, aber dem war nicht so. Şafakspor wollte dann nochmal antworten. Hier ein Ballverlust. Der Ball kommt hier auf den Kapitän Mithat Burak und was er jetzt macht, ist auch allererste Sahne. Mithat Burak mit einem Weitschuss. Hier sehen wir ihn nochmal ganz links. Da sieht man ihn kurz mit dem Abschluss und der Ball landet dann rechts oben. Keine Chance für Savaş Öztürk im Tor. Mithat Burak mit dem 1:3 in der 74. Minute. Und auf der anderen Seite Behzat Bekiray wollte das natürlich nachmachen. Und jetzt ein weiter Ball und wieder auf Mithat Burak. Alleine stürmt er auf den Torhüter zu und er macht das 2:3. Mithat Burak, der Kapitän von Şafakspor, mit einem wirklich schönen Treffer erneut. Und hier sieht man auch, dass das ein Freundschaftsspiel war. Tejan Güneş greift da gar nicht ein. In einem normalen Pflichtspiel hätte er da konsequenter seinen Gegner angreifen können. Aber das lässt er auch. Das war ein friedliches, tolles Spiel heute hier in Bischofsheim. Und Şafakspor wollte nun auch das 3:3 machen. Aber unsere Jungs hatten da was dagegen. Hier Halil Korkmaz am Ball. Er steckt durch hier auf Sascha Jakicevic. Er bringt den Ball rein. Und da steht Hassan Mustafa. Das war wirklich eine tolle, tolle Kombination. Hier rausgespielt auf Sascha Jakicevic. Er bringt den Ball rein. Da steht Hassan Mustafa. Gold richtig. Und macht sein Tor zum 4:2 in der 82. Minute. Hassan Mustafa. Und hier ein toller Ballgewinn von Adrian Saletnik. Doch, das war ein Foulspiel. Hier verliert Mohamed Zahin den Ball, war es ein Foulspiel, doch das Spiel geht weiter und der Ball kommt hier auf Behzat Bekiray und mit einem tollen Abschluss macht er sein Tor. Behzat Bekiray hatte ja schon in Bornheim getroffen. Das macht er richtig gut. Mit dem linken Fuß macht er das 5:2. Für Türkgücü Hanau in der 83. Minute. Und hier nochmal Vidovic weitergeleitet auf Behzat Bekiray. Nun wollte man das Spiel beruhigen. Und hier ein schöner Ball auf Antonio Vidovic, aber er wird gefoult. Serkan Bayin mit dem Freistoß und Vicenta Birsa konnte sich da nochmal auszeichnen.
toll gemacht von beiden. Ein toller Freistoß von Serkan Bayin. Hier ein Rückpass von Adrian Saletnik. So hat es der Schiedsrichter gesehen. Freistoß aus ungefähr 7-8 Metern. Wir haben schon den zweiten Pfiff gehört. Der Schiedsrichter wollte eine Wiederholung. Der Treffer zählt nicht. Und beim zweiten Mal konnten wir dann den Ball auch abblocken. Und jetzt ein schneller Vorstoß hier auf Bekiray. Und das ist eine tolle Szene hier. Ringen, Fußball, Wrestling, alles dabei, aber alles friedlich. Das war die Hauptsache. Super Bild zum Ende der Partie. Das war dann auch gleichzeitig der Endstand. Türkgücü Hanau gewinnt mit 5:2 gegen Şafakspor Hanau in einem friedlichen und sehr tollen Spiel. Hier sehen wir nochmal die Spieler. Und zum Abschluss sehen wir dann auch nochmal die Trainer. Blerim Petrovci und hier ganz rechts Hakim Kaya.